Friedhof ist momentan die Leiterin im Corona-Einsatz im Gesundheitsamt. Sie koordiniert mit ihrem Kollegen Beermann zusammen die Bereiche Datenbank, Datenmanagement, Informationsmanagement, Koordination, externe Dolmetscher, also ein Rieseneinsatz. Sie stehen hier im Organigramm ganz oben und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Ja, gerne. Frau Friedhoff, wir haben Ihnen diesen kleinen Optimist mitgebracht. Ja, das finde ich sehr schön. Ja, wir finden, der passt in die Zeit. Den haben wir heute Morgen für Sie ausgesucht, dass der für Ihr Interview hier steht. Erzählen Sie, was machen Sie zurzeit im Corona-Einsatz? Seit wann? Was ist Ihre Aufgabe? Also zurzeit teile ich mir mit Herrn Beermann die Leitung der Koordinierungsgruppe Corona, also eigentlich aller operativen Gruppen und aller Teams, die darunter auch nochmal zusammengefasst sind. Das bedeutet, wir organisieren sehr viel und kommunizieren viel, versuchen Strukturen, die wir aufgebaut haben im Laufe dieses großen Ausbruchs, noch zu optimieren und zu koordinieren, treffen viele Entscheidungen und versuchen, die Kommunikation aus dem Krisenstab in die operative Ebene zu bringen und andersrum die Bedarfe und das Geschehen aus dem operativen Geschäft hochzubringen in den Krisenstab. Mhm. Das ist, was ich gerade mache. Herr Beermann und ich machen das seit Anfang April. Anfänglich noch mit Unterstützung von Jürgen Blomeyer, der dann irgendwann, weil vor diesem großen Tönnies-Ausbruch die Zahlen auch ein bisschen zurückgegangen sind, was sehr schön war und ist, dann zurück in seinen originären Bereich konnten. Angefangen habe ich damit die Teamleitung zu sein des Infiziertenmanagements. Das Corona-Management war damals aufgebaut und ist es auch immer noch ganz grob in zwei Stränge, einmal das Kontaktpersonenmanagement und das Infiziertenmanagement. Genau. Und da sind wir ziemlich reingeworfen worden, wie ich glaube, aber fast alle, die auch darin arbeiten. Und dann hat sich das so entwickelt. Das bedeutet, dass eigentlich immer mehr Aufgaben dazugekommen sind. Wir haben uns sehr reingefuchst. Am Anfang habe ich Schulungsmaterial für die verschiedenen Teams erstellt. Natürlich immer mit den Leuten, die das können. Ganz wichtig, mit den wenigen Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes, die da auch einen super Job gemacht haben. Habe Dienstpläne geschrieben, Teamleiterbesprechungen gemacht oder auch Teambesprechungen angeleitet. Die neuen Mitarbeitenden, die wir eingestellt haben, im Laufe des Aprils eingearbeitet, zugeteilt, versucht zu begleiten, so gut das ging, und immer die Rücksprache auch zu den anderen Managements gehalten. Und natürlich zu Frau Dr. Bunte, Herrn Theis als Leitung des Gesundheitsamtes. Und als der größte Tönnies-Ausbruch da war, haben wir Unterstützung bekommen von der Feuerwehr Köln, die uns in diesem großen Ausbruchsgeschehen geholfen haben, uns, ich sag mal, ein bisschen Zeit einzuräumen, eine Organisationsstruktur aufzustellen. Daher kommt auch dieses Organigramm und zu gucken, was brauchen wir eigentlich für Stellen, denn das war nicht mehr alleine zu stemmen. Und das, was wir anfänglich alleine aus dem Boden gestampft gemacht haben, Einsatzplanung noch für die mobilen Teams, die Außenstelle in St. Fried betreuen etc., konnten wir dann im Laufe der letzten Wochen wirklich auf mehrere Schultern verteilen, die da alle so reingeworfen wurden. Ja. Genau. Das Gesundheitsamt hatte vorher wie viele Personen und wie stark ist die Mannschaft jetzt, so über den Daumen? Also über den Daumen weiß ich es beim Gesundheitsamt nicht, aber der Infektionsschutz besteht eigentlich aus 8 Personen. Und das, was wir gerade machen, ist ja nur ein Teil, den das Gesundheitsamt normalerweise macht. Und ich weiß, dass als ich angefangen habe und die neuen Mitarbeitenden kamen, ich ein Team von um die 90 Mitarbeitenden geführt habe. Und Herr Beermann hatte anfänglich ein Team von, ich glaube, 15 Mitarbeitenden, auch das ist immer mehr gewachsen, sodass wir zwischenzeitlich mehrere hundert Mitarbeitende hier im Haus und in der Außenstelle in St. Fried hatten, die alle bereit waren und sich da voll eingebracht haben. Genau. Ja. Ja, enorm. Ja. Was haben Sie denn vorher gemacht? Was war Ihre eigentliche Aufgabe? Was für eine Ausbildung haben Sie gemacht? Also ich habe irgendwann mal Deutsch und Geschichte studiert, damals noch auf Lehramt, habe dann sehr, sehr lange in einem Bildungsinstitut gearbeitet, da eine Regionalleitung gehabt und wollte im Übergang Schule-Beruf bleiben. Da bin ich heute auch hier im Kreis. Also ich bin in der Abteilung Bildung in der kommunalen Koordinierungsstelle eigentlich tätig und habe da eigentlich mit Schulen, Bildungsträgern, Wirtschaftsvertretern zu tun. Und darf da viel netzwerken und tolle Projekte anleiten und Landesvorhaben umsetzen. Was ist der größte Unterschied zu dem eigentlichen Tagesgeschäft? Also ich bin jetzt gerade definitiv in einer Führungsposition, das bin ich sonst nicht und das ist der größte Unterschied. Die Verantwortlichkeit ist eine völlig andere.
die Ansprechbarkeit für andere Leute ist eine andere. Sonst arbeite ich mehr in meinem Bereich und auch da habe ich eine Verantwortlichkeit, bin ansprechbar für Leute, aber das ist dann eher extern in meinem Bereich. Und jetzt ist es so, dass man mit den Teams wirklich sehr viel enger zusammenarbeitet und die Taktung sehr, sehr viel höher ist. Und ansonsten ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass dieses Geschehen überhaupt nicht planbar ist. Ja. Das ist für uns alle, glaube ich, auch das auch Anstrengende, dass man nie so richtig weiß, ist, können wir uns jetzt erholen, wenn ich jetzt dieses Wochenende nicht da bin oder plöpft was hoch. Und diese Ungewissheit, die macht einen großen, großen Unterschied. Wie viele Überstunden haben Sie eigentlich? Kein Kommentar. Noch dreistellig? Ja. Noch dreistellig, okay. Ja. Das ist genau. Ja, wir hatten während der Corona-Krise das RKI zur Unterstützung hier im Haus. Erstmal war das total spannend. Ich glaube, das geht uns allen so, dass uns RKI, aber auch LZG, Bezirksregierung, all diese Menschen unterstützt haben. Neben dem Stress, den man damit hat, das geht uns allen so, waren das total neue Erfahrungen, mit diesem ganz neuen Feld zusammenzuarbeiten. Und das war eine unfassbare Unterstützung, das kann ich sagen. Mhm. Uns hat das sehr geholfen, weil wir die Fachlichkeit überhaupt nicht haben und sehr, sehr viel angelesen haben. Ich glaube, wir haben uns da alle sehr hart eingearbeitet, aber natürlich war das eine totale Sicherheit, Leute hier zu haben, die sagen, so ist das auch und das ist richtig oder da müsst ihr nochmal nachjustieren. Mhm. Und das war für mich eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, das kann ich auf jeden Fall sagen. Also ist Krise auch eine Chance? Ja. Also aus unserer Sicht und ich also kann auch aus Gesprächen mit Mitarbeitenden sprechen, ja. Ich habe die Kreisverwaltung von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Mhm. Ich habe unfassbar viele Menschen aus verschiedenen Abteilungen kennengelernt, mit denen wir zusammenarbeiten. Auch verstanden ein bisschen mehr, was die eigentlich machen. Mhm. Bin total beeindruckt davon und das meine ich ganz, ganz aufrichtig und ernst, wie motiviert und eigenständig und toll diese Leute, obwohl sie völlig zusammengeschmissen wurden und abgezogen wurden, in diesen Teams zusammenarbeiten, mit was für einem Einsatz. Mhm. Und ich habe auch tolle Kolleginnen kennengelernt, ja, vor denen ich auch meinen Hut ziehe. Also abgesehen davon, wie belastbar sie sind, was für eine Auffassungsgabe die haben, dass nochmal von ihrer Fachrichtung da auch ein ganz anderer Drive reinkommt. Mhm. Also auch so eine Kollegin aus dem Tiefbauamt oder eine Kollegin vom Personal, die gucken da ja ganz unterschiedlich drauf. Und in den Teams brauchen wir das auch. Also wir brauchen Leute, die sich mit Technik auskennen, wir brauchen Leute, die sich mit Daten auskennen, wir brauchen Leute, die sich mit Kommunikation und Personalführung auskennen, wir brauchen Leute, die sich mit dem fachlichen Teil auskennen und das ist total schön. Wir brauchen Juristen, also ich möchte hier gar keinen vergessen. Das ist wirklich toll. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft? Och, ich hatte gar nicht so viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Also erstmal, ich mache gerade noch einen Master, den möchte ich gerne abschließen. Und ich glaube, wenn es jetzt so ein bisschen meine Hoffnung ist, wenn es ein bisschen mit den Zahlen runtergeht, dass ich das dann auch machen kann, dass ich da einen Haken hinter habe. Also ich würde mir wünschen, dass diese Interdisziplinarität und dieses Abteilungsübergreifende an der einen oder anderen Stelle, in welcher Arbeit, in welchem Arbeitsbereich auch immer, fortgeführt werden kann. Mhm. Das würde ich mir sehr wünschen und eigentlich wünsche ich mir, dass das, was man jetzt an Mehrgewinn hat aus dieser Zeit, dann auch weiter in die Strukturen getragen werden kann. Mhm. Das finde ich richtig schön. Mhm. Ja, das ist gerade eigentlich so, was in meinem Kopf dazu ist.